Wir wollen auf unser Recht pochen. Im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 7 lesen wir: Schlimm genug, dass ihr überhaupt Streit untereinander habt, sagt der Paulus zu den Gemeinden in Korinth. Weshalb ertragt ihr nicht lieber Unrecht? Und warum nehmt ihr nicht eher Nachteil im Kauf, anstatt auf euer Recht zu pochen? Da hatten sie Streitigkeiten, fühlten sich unrecht behandelt und sie konnten diesen Streit nicht schlichten in der Gemeinschaft und mussten so vor den Friedensrichter gehen. Und der Paulus hat sie da drangenommen, ziemlich hart. Und ich habe gemerkt, hey, das ist eigentlich eine Angewohnheit von uns allen. Wir wollen auf unser Recht pochen. Vielleicht geht es dir genau gleich, vielleicht bist du letzte Woche ungerecht behandelt worden. Es ist nicht so, dass wir einfach alles mit uns machen lassen sollen, aber so oft kämpfen wir ums Recht so fest, dass wir plötzlich mehr kaputt machen, als etwas Gutes darin passiert. Jesus selber hat das Recht aufgegeben, Recht zu haben. Weil er wusste, was das ultimative Ziel war. Oft erlebe ich, wie wir für unser Recht kämpfen, aber dabei etwas Größeres kaputt machen, etwas Wichtigeres kaputt machen. Und so oft in der Bibel lesen wir, wie nach dem Psalmen, dass wir Gott für uns kämpfen lassen sollen. Und ich habe das selber erlebt, in diesen Momenten, wo ich merke, da wurde ich ungerecht behandelt und ich hätte aufstehen können und toben können und sagen, das ist nicht okay. Und das ist auch okay zu sagen an einem Ort. Du musst, aber wo sage ich, da lasse ich jetzt Gott kämpfen für mich. Ist meine Gerechtigkeit. Er wird mir zu meinem Recht verhelfen. Und plötzlich merken wir, wie er das viel besser machen kann als wir selber. Ist, by the way, eine Riesenhilfe auch in der Ehe. Wenn du immer Recht haben möchtest, dann kann es ziemlich schwierig werden in der Ehe. Ich segne dich für diese Woche mit dieser Gelassenheit, dass Gott für dein Recht kämpft. Be blessed.